Hallo, liebe Diablo 2 Resurrected-Spieler. In diesem Video wollen wir das Runenwort Trauer oder zu Englisch Grief machen. Das ist ein sehr, sehr beliebtes Runenwort. Das benutzt man vor allem für den Paladin als Smiter oder für den Barbaren mit einer Frenzy oder einer Wirbelwind-Skillung. Es wird gemacht in einem Schwert, in einem Einhandschwert oder in einer Einhandaxt. Und benötigt die relativ teure Rune Loh. Die anderen vier Runen, die man noch dazu braucht, die sind relativ günstig und relativ gut auch selbst zu finden. Eine Loh-Rune hingegen, da muss man schon so ein bisschen farmen oder die mit anderen Leuten gegen recht gute Items erhandeln, dass man die bekommt. Die braucht man für viele Runenworte und ist daher sehr beliebt und dadurch auch relativ teuer. Warum baut man sich das Runenwort Trauer oder Grief? Es hat erst einmal einen hohen Bonus auf die Angriffsgeschwindigkeit. Das macht also die Waffe, die im Idealfall sowieso schon sehr schnell ist, noch schneller. Und gleichzeitig hat es Plus zu Schaden. Und zwar nicht prozentual zu Schaden, sondern total zu Schaden. Und das ist sehr, sehr stark, weil das skaliert exzellent mit den Eigenschaften, mit den Skills. Und das ist gerade für den Barbaren oder für den Nahkampf-Paladin einfach eine super Waffe. Ja, ich habe das hier schon mal so ein bisschen vorbereitet. Ich werde ein Faceblade als Basis nehmen. Wie gesagt, das geht nur in Einhandschwerter und in Einhandäxte. Und das heißt, man braucht erstmal eine entsprechende Waffe, die so viel Sockel, nämlich genau 5 Sockel hat und dabei grau ist, also nicht magisch ist. Und das muss man erstmal finden, denn für viele Einhandäxte und Einhandschwerter, die können auch gar nicht so viel Sockel haben, wie man hier benötigt. Das Faceblade ist eines, das das kann. Und das hat noch eine sehr, sehr gute Eigenschaft, nämlich es ist von Haus aus sehr schnell in der Angriffsgeschwindigkeit. Und es hat, wie ihr hier seht, keine Haltbarkeit. Das heißt, es hat quasi unbegrenzt Haltbarkeit, es kann keine Haltbarkeit verlieren und es kann nicht kaputt gehen. Und das macht es besonders attraktiv als Basis, denn erstmal habt ihr dadurch keine Reparaturkosten und im Kampf kann das auch nicht gelb und schließlich rot werden, sodass ihr es nicht mal einsetzen könnt, sondern ihr braucht euch da überhaupt keine Sorgen drum machen. Es ist eine Elitewaffe, das bedeutet, die Anforderungen sind relativ hoch. Ihr seht, ihr braucht 136 Geschicklichkeit. Um das tragen zu können, da müsst ihr natürlich gucken, dass ihr euren Charakter entsprechend geskillt habt oder eben Gegenstände tragt, die Plus zu Geschicklichkeit geben, sodass ihr das dann am Ende auch benutzen könnt. Der Waffenschaden selber ist beim Faceblade nicht besonders hoch. Das ist aber auch nicht so wichtig, weil das Runenwort selber euch so viel Schaden dazu gibt und eben keinen prozentualen Schaden, sondern totalen Schaden. Dadurch könnt ihr den Grundschaden vernachlässigen. Viel wichtiger ist die sehr schnelle Angriffsgeschwindigkeit. Ja, und wie immer, wenn man so ein Runenwort macht, sind so ein paar Sachen zu beachten. Also ich mache das so, dass ich hier erstmal die Runen in die richtigen Reihenfolge, so wie ich sie benötige, hier schon mal hinlege. Denn ist natürlich extrem schlecht, wenn man das Runenwort versehentlich in der falschen Reihenfolge reinsetzt, dann funktioniert das nämlich nicht. Und gerade wenn da so eine teure Rune wie diese Loh-Rune dabei ist, dann ist das natürlich schade, weil dann ist das alles hin. Die Rune hat man dann quasi verloren, man hat eine Waffe, die dann dabei rausgekommen ist, mit richtig fiesen, unnützen Eigenschaften und schade um den hohen Wert der Runen, die dann verbraucht werden. Deshalb immer doppelt checken, also erst einmal, dass ihr euch mit dem Runenwort nicht vertan habt und euch irgendwie verschrieben habt oder da was verwechselt habt. Zum Beispiel eine Loh-Rune und eine Io-Rune lässt sich schnell verwechseln. Legt sie euch schon mal in der Reihenfolge richtig hin, wie ihr sie braucht. Und die Waffe daneben, nicht, dass ihr das versehentlich in eine andere Waffe packt oder euch da vertut, zum Beispiel mit ätherisch oder nicht ätherisch. Ist jetzt beim Faceplate kein Thema, aber bei anderen Waffen schon, dass euch da einfach kein Fehler passiert. Wir werden jetzt gleich mal gucken, was dabei rauskommt. Wir hoffen natürlich auf einen relativ guten Roll, denn auch das Runenwort Trauer hat ja so gewisse Spielräume. Also. Wenn man das mehrmals macht, dann hat das halt gewisse Wertigkeiten, die dabei rauskommen können. Zum Beispiel bei der Angriffsgeschwindigkeit, die kann 30 bis 40% betragen. Gucken wir gleich mal, was wir hier haben werden. Und genauso beim Plusschaden, der liegt irgendwo zwischen 340 und 400 plus.
Wir hoffen natürlich, das ist nämlich auch der wichtigere Stat, dass wir möglichst nah an 400 kommen. Wir lassen uns mal überraschen. Man muss generell sagen, auch wenn ihr ein schlechtes Trauer würfeln solltet, ist nicht so schlimm. Auch ein schlechtes Trauer ist immer noch super stark und stärker als die Alternativen sind. Von daher ist trotzdem gut. Aber wie so oft in Diablo 2 Resurrected, man möchte halt möglichst ideale Gegenstände haben und freut sich natürlich umso mehr, wenn das dann möglichst nah am Maximalwert ist. Außerdem gibt es noch einen variablen Wert, nämlich den Giftwiderstand des Gegners kann zwischen -20 und -25% betragen. Das ist für uns jetzt eher zu vernachlässigen, denn wir machen eh keinen Giftschaden. Ich werde dieses Schwert später bei einem Smiter-Paladin benutzen, um Uber-Tristram zu machen. Und da spielt jetzt der Giftwiderstand des Gegners eher keine Rolle. Okay, und dann gucken wir doch mal, was dabei rauskommt. Und wir fangen an. Eet. Tier. Lo. Mal. Und Ral. Und ihr seht, das Runenwort ist richtig. Es ist Grief dabei herausgekommen. Es gibt uns erst einmal eine erhöhte Angriffsgeschwindigkeit von 40%. Das ist das Maximum. Das ist natürlich spitze. Außerdem haben wir plus 383 zu Schaden. Also wir erinnern uns nochmal, es kann von 340 bis 400 gehen. Also das heißt, da haben wir auf jeden Fall einen überdurchschnittlichen Wert. Ist zwar immer noch 17 Schadenspunkte von perfekt entfernt, aber bin ich hoch mit zufrieden. Super Grief ist das geworden. Werde ich sehr, sehr gerne tragen. Und der gegnerische Giftwiderstand wird um minus 23. Auch da erinnern wir uns nochmal, es kann von minus 20 bis minus 25 gehen. Also das heißt, auch da haben wir einen sehr, sehr soliden Wert und können damit zufrieden sein. So, ich werde das jetzt gleich mal zu meinem Paladin rüberschieben und ja, bin schon sehr gespannt, wie das dann in Uber Tristram performen wird, aber das wird sehr, sehr gut sein. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr einen Charakter mit physischem Schaden spielt, der eine Einhandwaffe trägt, Barbar Paladin, denkt drüber nach, guckt, ob ihr euch die Runen besorgt. Ist eine super Waffe. Und viel Spaß damit. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche uns weiterhin viel Spaß bei Diablo 2 Resurrected. Bis bald.